Aber bis jetzt ist er nicht vergiftet worden und wir hätten den Kampf jetzt auch so gut wie gewonnen. Ja, es ist schon K.O. Und jetzt werden jetzt beide wieder EP kassieren, also Mengi und Bisasam. Und sogar 33 bei, das ist ja schon erheblich mehr als sonst. Und ich denke mal, wir könnten nämlich jetzt, es wird Raupi eingesetzt, das Pokémon wechseln und zwar auf Mankey gehen. Und dann wieder direkt wechseln, wenn das Raupi drin ist. Weil dann wieder Mankey auch ein Teil EP kriegt und er dann auch Level 6 kommt. Und vielleicht erlernt er dann ja eine Attacke, wer weiß. So, und Raupi wird in den Kampf geschickt. Da müssen wir ja auch gut aufpassen. Also im Moment sieht es ziemlich einfach für uns aus und ziemlich gut eben, weil der Trainer so gar nichts gegen uns zu bieten hat. Und wir dann auch hier spielerisch ihn austricksen können und die ganze Zeit Pokémon wechseln und er wird bestimmt total verwirrt und denkt sich, ja, jetzt kommt meine Taktik. Ich setze Fadenschuss ein und verwirre dich damit komplett. Ich netze dich ein. Naja, aber wir lassen uns dadurch nicht verwirren, sondern nur unsere Initiative sinkt, aber wir denken einfach los, Tackle drauf und wir gewinnen mit dieser stumpfen Taktik. So, tschu. Das zieht ja ungefähr ein Drittel des Lebens schon ab. Und das ist ja ganz gut gegen Level 6er. Wir sind ja überhaupt nicht im Vorteil, weil wir ja nur Level 10 sind. Aber wir können es schaffen, wenn wir ganz fest dran glauben und einfach immer wieder Tackle einsetzen. Oh, er hat was draus gelernt und setzt selber jetzt bei Tackle ein. Zieht uns allerdings nur 2 HP ein ab, wo wir aber ihm viel mehr abziehen dürften. Vor allem jetzt, weil wir einen Volltreffer gemacht haben. Hatten wir wohl Glück, das können wir aber sehr gut gebrauchen, weil mir die Kämpfe viel zu lange dauern einfach. Ja, vielleicht erinnern sich das auch noch. Aber Mengi ist in Stufe 6 gekommen. Und er lernt Fußkick. Boah, das ist ja heftig. Also Fußkick in Level 6. Also ich denke, das kann ganz schön viel schon ziehen. Vor allem gegen Pokémon, die darauf jetzt nicht vorbereitet sind. Ja, Raupi hat es leider nicht geschafft, ich weiß. Ich muss mal nachdenken. Also ich glaube, gegen Käfer-Pokémon ist doch auch Fußkick schon erheblich gut, oder? Ansonsten gucke ich mal. Ich glaube, das hatte noch, noch relativ viel Leben gehabt, oder? Sonst können wir ja Mankey hier lassen, weil das hat ja insgesamt fast so viel Leben wie Bisasam momentan. Und dann können wir mal gucken, ob Mankey mit Fußkick viel erreichen kann. Ansonsten wäre das ja schon mal ganz gut. Guck mal, die Trainer kann man hier rechts vorbeilaufen oder links, indem man ganz links durchs Feld läuft. Ansonsten, wenn man jetzt hier rauskommt, wäre man auch schon dem ausgeliefert. Ja, der denkt sich dann, ja, hä, ein Pokémon-Trainer stiehlt sich nicht so einfach davon. Ey, wer hat denn gesagt, wir müssen jetzt davon gestehen? Wir sind extra dahin gegangen und der, tja, der glaubt dann auch, wir hätten uns davon gestohlen. Aber so ist es ja nicht. Wir wollen ja kämpfen und dich hier fertig machen und diese lecker EP sammeln und Geld. Von daher redet der hier nur Mist. Naja, der Gegner hat ein Hornedew in Level 7. Jetzt habe ich aber Angst, weil wir jetzt ja nur in Level 6 sind und nicht wissen, ob der Fußkick relativ viel abzieht oder auch nicht. Oh. Also, ich habe komplett falsch nachgedacht. Der Fußkick ist sogar als Kampfattacke noch sehr schlecht gegen einen Käfer-Pokémon. Das heißt, wir ändern unsere Taktik auf die normale Taktik. Das heißt, wir machen wie es bisher und wechseln immer die Pokémon und machen ist dann einfach mit dieser Samen ganz schnell fertig, weil das war jetzt super Reinfall. Wusste ich ja nicht, dass das so ist. Ich glaube, Fußkick war relativ gut gegen Taubsi zum Beispiel. Das könnte natürlich sein. Ja. Wir müssen mal gucken, wie lange das hier dauert gegen das Hornlio. Ob wir jetzt auch noch vergiftet werden oder ob er jetzt denkt, wir müssen ihn erstmal verwirren, bevor wir Giftstachel einsetzen. Also ganz, ganz viel Fadenschuss machen. Damit er auch nur keinen Schaden kriegt, ne? Ja, so ist das. Und Tackle. Nein, Hornio, ich bin dadurch immer noch nicht verwirrt oder so. Naja, er gibt es nicht auf. Er hat immer noch die Hoffnung, dass wir irgendwann vergessen, dass wir eine sinnvolle Attacke machen müssen und irgendwann nur noch Heuler oder sowas machen. Ich glaube, das haben wir sogar noch. Also, naja. Aber wie ihr sehen könnt, bringt es ihm überhaupt nichts, die ganze Zeit Fadenschuss zu spammen. Wir geben nämlich einfach nicht auf und
werden irgendwann davon zwar sehr müde, weil es einfach so langweilig ist, immer, dass er da Fadenschüsse nur macht, aber wir werden einfach trotzdem gewinnen, weil wir ganz stumpf Tackle einsetzen. Ah, was anderes hat uns auch gar nichts übrig, weil was wir als eine normale Ta Attacke haben wir jetzt hier einfach noch nicht gegen diese Käfer-Pokémon. So, und ich denke ja, wir sind jetzt auch an Level 11 gekommen mit dem Bisasam. Und erlernen tun wir aber jetzt, glaube ich, nichts. Nee, haben wir ja schon Level 10. Und als nächstes wird Hornlion. Das hatten wir doch schon gerade. Das wird ja immer langweiliger hier. Aber wir können ja mal Egelsamen draufsetzen, damit wir hier, naja, was Spannenderes passiert als nur Fadenschuss dauernd. So, Egelsamen. Ist zwar Pflanzenseed, deswegen sehr wenig eigentlich, soweit ich weiß, aber dafür eben auch ein bisschen was und wir regenerieren durch auch unser Leben mal. Vielleicht kommen wir auf 32. Das wäre natürlich etwas heftig. Ich glaube zwar nicht in diesem einen Kampf, aber halt ohne Heiltrank zu benutzen, dass wir dann irgendwie unser Leben wiederherstellen können. So, Egelsamen, Yam Yam Yam. Und Tornio wurde bepflanzt. Das heißt, es hat gar keine Chance mehr, außer es setzt natürlich Fadenschuss ein, womit wir gar nicht rechnen würden. Das wäre natürlich sehr schade, weil wir dadurch damit nicht kein Leben verlieren würden und ja, es ihm auch so gar nichts bringt. Das ist ja das Geniale am Fadenschuss. Naja, ich glaube, ich brauche dazu nicht mehr so viel zu sagen. Es hat einfach seine Genialität. So. Irgendwann steigt bestimmt die Coolness von Hornlio, weil er so oft Fadenschuss gemacht hat. So, unsere Attacke ging jetzt daneben, das finde ich sehr fies. Aber zum Glück haben wir Egelsamen gesetzt und dadurch verliert er trotzdem noch ein bisschen Leben. Ist sogar 2. Also 2 HP zieht er sogar schon. Ist ja nicht schlecht gegen Pflanzen-Pokémon. Aber naja, es setzt Giftstachel ein. Ach du Kacke. Nicht, dass wir jetzt hier noch vergiftet werden, das wäre sehr blöd. Nee, gut, wenn ich das finde ich ja sehr gut eigentlich. Hätten wir keinen Deckel gehabt, hätte ich das ehrlich jetzt schade gefunden, dass wir wieder zusammengenommen haben, weil wir dadurch hier durch den ganzen Wald ganz doof durchgekämpft hätten müssen. Aber da wir Deckel haben und eine relativ gute Resistenz gegen Gift haben, ist das eigentlich ganz nett, dass wir hier wieder zusammengenommen haben. Also ich hatte früher mal Probleme damit, aber jetzt ist es wohl anders. Oder ich habe damals einfach blöd gekämpft, wer weiß. So ist es auf jeden Fall schon mal down. Hat ja lange genug gedauert, Hornio und Hornio, ey, immer wieder Hornio, aber dafür hat es jetzt auch ein bisschen EP. Ah ja, vergessen, unsere Taktik zu benutzen, aber naja, als nächstes wird Kukuna eingesetzt. Das ist ja total langweilig. Naja, der EP halber mache ich mal einfach hier Mankey einsetzen. Und dann gleich wieder tauschen, weil wenn ich jetzt mit Mankey den Down machen würde, den Kukuna, oder das Kukuna, dann würde es einfach viel zu lange dauern. Deswegen werde ich wieder Samen nehmen, weil es da auch ziemlich bringt, wenn man ja, den Egelsamen da einsetzt, weil es dauert einfach zu lange, weil die machen, glaube ich, nur Härtner, soweit ich weiß, auch die Kokuna. Und von daher Pokémon wechseln ist ja einfach am sinnvollsten. Mankey, komm zurück. Bisasam, los, du schaffst es. Ja, wie gesagt, Härtner. Steigt einfach nur seine Def und ja, Verteidigung halt und dadurch wird er weniger Schaden bekommen. Das ist immer sehr doof. Also es ist einfach nur ein langer Kampf und er kann einen auch nicht besiegen oder so. Der kann einfach nur Härtner machen. Also ist schon mal sehr schlau. Wieder Härtner. Also wir machen jetzt einfach mal stumpf wieder Tackle jetzt und hoffen, dass es nicht allzu lange dauert. Ja, Egelsamt jetzt schon Wirkung. Egelsamt schadet Kukuna. So, jetzt können wir wieder Tickle machen. Und wie gesagt, das könnte jetzt etwas dauern. Etwas. Bin mir jetzt aber nicht so sicher eigentlich, ob das die sinnvollste Taktik ist. Aber ich glaube, oh, ein Volltreffer. Das ist ja sehr gelegen gekommen jetzt. Ja. Aber jetzt soll das noch etwas. Ja, jetzt muss es eigentlich down sein.
Jawohl. Und geschafft. Menki erhält 52 E-Punkte und Bisasam erhält 52 E-Punkte oder EP eben. Oh, ich habe kein kampffreudes Pokémon mehr. Das hast du echt schlau bemerkt, muss ich schon sagen. Und wir haben dein ganzes Geld geklaut, dein ganzes Taschengeld. Ey, dass hier ein Pokéball liegt, war das schon immer so? Ich weiß gerade gar nicht, aber ging es sicher auch mal nützlich. Das heißt, man muss nicht mal vordenken, dass man hier jetzt Gegengift brauchen müsste oder so. Man kriegt es hier einfach geliefert, sozusagen. Soweit ich weiß, war dieser Trainer nur einer mit Safcon, Kukuna oder so ein Mist. Wobei, ich mir das jetzt eigentlich ziemlich egal ist. Ich bin zwar klein, aber ich will nicht, dass du mich deswegen gewinnen lässt. Also gewinnen lassen würde ich dich sowieso nicht, weil ich dadurch Geld verlieren würde oder sowas, ne? Ja. Aber ich denke, das ist ja nett, ist hier gegen so einen zu kämpfen, der. Ne, obwohl Raubjatta. Dann kommt der nächste Trainer, es wurde später, der hier nur die Safcons und Kokunas hat, die ja dann wirklich gar nichts machen können. Genauso wie gegen Carpador zu kämpfen, bloß dass Carpador dann noch ein einfacher Gegner ist, weil er einfach schneller down geht und halt kein Härten hat. So, jetzt gucken wir mal. Ja, ich denke, machen wir wieder die Taktik, damit jetzt Mankey in Stufe 7 kommt. Wie gesagt, eventuell brauchen wir Mankey nochmal. Ich weiß zwar jetzt nicht ganz genau wofür, aber es ist halt immer gut, mehrere Kampftypen zu haben. Mankey wäre dann eventuell. Naja, ich glaube nicht, dass es gegen Donner gut ist. Ansonsten würde ich mal sagen, vielleicht gegen das, was danach kommt. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher, was das ist. Aber wir gucken mal. Auf jeden Fall müsste das jetzt hier mal etwas zügiger gehen. Raubi setzt Tackle ein, hat voll. Nee, der hat einen Volltreffer gemacht. Das ist ja wieder sehr, sehr fies. Aber er wird auch nicht mehr so lange zu leben haben. Da seht ihr. Ich mach wieder Tackle. Und Tackle. Und wir haben es geschafft. Raupi wurde besiegt und wir kriegen 39 E und Level 7. Sehr schön. Und das hier ist nämlich auch schon fast wieder Level Up. Also es geht hier ziemlich schnell das Trainieren. So. Raupi wird von Käfersammler Emil in den Kampf geschickt. Dann begrüßen wir es doch mal herzlich mit Egelsam. Das ist schon sehr mögen, dass er bepflanzt wurde. Und Tackle. Und ja, Egelsam macht wieder hier seine Wirkung zeigen. Tackle. Bam. Boah, ein Volltreffer, was sag ich doch hier? Bam. So. Und Egelsam. Und Tackle. Oh, ich habe gerade gesehen, Tackle geht uns so also langsam aus. Deswegen ist es auch sinnvoll, mehrere Pokémon zu haben. Und ich habe unsere Taktik vergessen. Aber was soll's. Oh nein, alles ist schief gegangen. Das sehe ich auch so fast jedenfalls, weil ich gar nicht weiß, ob wir unsere Zeit verschwenden sollen und zurückgehen oder wie ich das jetzt mache. Denn es hat nur noch 16 von 35. Es geht eigentlich noch. Wir gucken mal, ob wir damit durchkommen. Ja, wenn nicht, dann müssen wir kurz vorm Ende nochmal zurückgehen. Wäre nicht so schön eigentlich. Aber dann müssen wir halt in Pocket Center gehen, weil wir jetzt hier noch keine AP Tränke, Auffüller, irgendwie sowas haben. Müssen wir einfach mal hier straight durch und gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Einfach mal durch die Mitte. Und soweit ich weiß, kommt jetzt auch erstmal kein Trainer. Ich glaube aber jetzt hier gleich. Das ist mal ein wilder Kampf. Und zwar gegen. Oh, ein Pikachu. Die sind hier, soweit ich weiß, eigentlich sehr selten. Sollten wir uns, wenn möglich, fangen. Ich weiß nicht, ob Fußgänger hierbei effektiv wäre. Deswegen mache ich mal Kratzer. Oh. Ich weiß nicht. Mankey, ob. Nee, das macht nicht so viel Schaden. Jetzt gucken wir mal, ob wir das fangen können. Ansonsten Pikachu wäre für den zweiten Orden interessant. Aber ich denke, dass wir
den zweiten dann auch schon mit dieser Samen sehr leicht kriegen könnten. Ansonsten haben wir dann noch als Alternative dann auch Pikachu, was wir aber auch noch leveln müssten. Auf jeden Fall ist es hier auf jeden Fall ziemlich selten im Vertania-Wald zu finden. Oder ich doch schon froh, dass wir das jetzt hier gefunden haben. Und jetzt aber wahrscheinlich auch gefangen haben. Ja, wunderbar. Wir haben Pikachu gefangen. So. Jetzt haben wir dem aber auch keinen Spitznamen gegeben, selbst wenn ich es mag und mich freue, dass wir es gekriegt haben. Denn mir würden einfach keine Spitznamen einfallen, die irgendwie sinnvoll sind. Von daher geht es jetzt hier mal weiter. Und hier ist ein Trainer. Also ich glaube, das war der, oder? Der irgendwie meinte, hier blöde Saftkons und was trainieren zu müssen, oder? Weißt du, dass Pokémon sich entwickeln? Ja, weiß ich, deswegen hast du wahrscheinlich auch die ganzen Saftkons alles angesammelt. Und Pech, dass du jetzt keinen Deckel mehr hast, wobei das eigentlich ziemlich unwahrscheinlich ist. Ich glaube, wenn sich ein Pokémon entwickelt, dann hat man das Deckel noch. Bin jetzt aber gar nicht ganz so sicher, aber ich denke schon.